Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Kunst im digitalen Raum, was wir hier im Rahmen der Reihe Warum Kunst? Einblick in das Gasthörer-Card-Programm Art der FU Berlin veranstalten. Wir kennen uns schon aus diesem Projekt und duzen uns einfach mal. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne die drei Podiumsteilnehmer vorstellen. Ich fange mal ganz weit links von Ihrer Seite aus an. Andreas Dahn, freischaffender Filmmacher und Künstler, stieg durch Praktika im Bereich Modellbau und Visual Arts, VFX genannt, im Filmgeschäft ein, im Jahr 2000, direkt nach der Schule. Nach 4 Jahren als VFX-Artist wurde er 2005 mit dem preisgekrönten Kurzfilm Die Maid von Hilltop Manor zum Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg zugelassen. Neben seinem Studium arbeitete er weiterhin als VFX-Artist in Deutschland und Indien. Sein Diplomfilm, die Verfilmung von E.T.A. Hoffmanns Klassiker Der Sandmann, gewann Preise in Mailand und Ungarn, wurde in deutschem Fernsehen ausgestrahlt und ist auch auf DVD erhältlich. Nach dem Studium schuf Andreas weiterhin auch für Hollywood-Produktionen, war er weiterhin als VFX-Artist tätig, hat unter anderem für Game of Thrones gearbeitet, für Grand Budapest Hotel und für zahlreiche Marvel-Produktionen und war 2019 Stipendiat an der ZHDK, an der Züricher Hochschule für Kunst, Artist in Residence, und hat dort mit einer neuen VR-Technologie seinen Kurzfilm Haus in der Ferne realisiert, von dem er nachher noch ein bisschen erzählen wird. Und das wäre jetzt erstmal alles zu Herrn Dahn. Ich mache einfach fröhlich weiter im Alphabet mit Thomas R. Hoffmann, Kunsthistoriker, Dozent und Autor zahlreicher kunsthistorischer Bücher, unter anderem Das sieht doch keine Sau, große Kunst mit kleinen Fehlern, 2012 erschienen, Wie erkenne ich Meisterwerke der Malerei, 2007 und jüngst 2020 erschienen, Das 5x5 der Architektur, Kunstepochen einfach verstehen. Auf die Frage, welche Rolle Kunst in seinem Leben spielt, hat er einmal unter anderem in dieser Reihe geantwortet: Kunst ist mein Leben. Ob nun in Buchform oder vor Erwachsenen, gehören auch Kinder und Jugendliche zu seinem Zuhörendenkreis, und die Kunst zu kommunizieren ist seine Berufung. Er ist freier Mitarbeiter zahlreicher Berliner Museen, unter anderem der Gemäldegalerie, dem Kupferstecher in der Alten Nationalgalerie, der Berlinischen Galerie und vielen anderen. Als Dozent des Gasthörer-Card-Programms Art der FU Berlin begeistert er interessierte Gasthörerinnen seit vielen Jahren regelmäßig für Kunst und ihre Geschichten. Ich mache weiter mit Jan Marun. Jan Marun hat Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften an der FU Berlin studiert, leitet die Bildhauerwerkstatt des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin und ist seit vielen Jahren auch begeisterter, wie er erzählte, Dozent des Gasthörer-Card-Programms Art der FU Berlin, in der Kunstvermittlung tätig mit Schwerpunkt Architektur. Hat unter anderem, ist Mitherausgeber zahlreicher Publikationen, unter anderem Mies und das neue Wohnen, Räume, Möbel, Fotografie, und für 2021 angekündigt habe ich bei Amazon entdeckt eine Biografie über Hugo Simon, Bankier, Sammler und Sozialist, eine bisher scheinbar noch unentdeckte Persönlichkeit aus der Kunst und Geschichte des 20. Jahrhunderts, über die er jahrelang geforscht hat. Wenn irgendjemand noch Ergänzungen machen möchte, gerne. Ansonsten, ach so, ja, mein Name ist Aimee Torre-Bruns, ich bin von Hause aus Geisteswissenschaftlerin, habe auch hier an der FU Kunstgeschichte, Germanistik und Lateinamerikanistik studiert und bin seit rund 20 Jahren im Bereich Kultur- und Medienmanagement tätig, bundesweit für nationale wie internationale Kulturprojekte und Bildungsprojekte. Ich freue mich. Noch eine Sache zu ergänzen: Das Buch über Hugo Simon mache ich zusammen mit Nina Sänger. Das ist also ein Gemeinschaftswerk. Okay, gut. Nina Sänger, also mit Herausgeberin und Produzentin des Buches über Hugo Simon, auf das wir schon sehr gespannt sind. So, Thema ist Kunst im digitalen Raum. Das ist ja ein recht weites und großes Thema. Und wir haben im Rahmen dieser oben erwähnten Reihe Warum Kunst ja schon einmal Einblicke ins Kunstprogramm machen können und unter anderem auch Gasthörerinnen dazu befragt. Und ich würde ganz gerne da
damit anfangen, dass wir einmal da ganz kurz reinhören. Da kommt auch noch mal Herr Hoffmann zu Worte. Es ist ein ganz wichtiger Moment, ein Kunstwerk im direkten Dialog wahrzunehmen. Und Aura ist natürlich wirklich erlebbar nur dann, wenn man auch im physischen Raum mit dem Kunstwerk halt auch zusammen sich befindet. Was ich im Digitalen sehr schätze, ist das Hintergrundwissen. Es gibt ja auch, so nah kommt man ja an manche Kunstwerke gar nicht ran. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Ausstellung gehen möchte, dann finde ich es gut, dass ich das mir am Computer schon mal anschauen kann, dass ich weiß, in welchen Saal möchte ich ganz besonders gehen. Und wenn man manche Bilder so wirklich en Detail ganz genau sieht, so wie die Künstler gar nicht gemalt haben eigentlich, aber wenn man das so vergrößert, dann gibt es noch mal ganz andere Inspirationen dazu. So, das waren jetzt einige O-Töne der Gasthörerin und ich würde ganz gerne einfach mal fragen wollen, was verbindet ihr beide als Kunstrezipienten und du als Künstler mit Kunst im digitalen Raum? Wer möchte anfangen? Naja, also Kunst im digitalen Raum, sage ich mal so, ist etwas, was ich jetzt nicht zwingend nur sehe, dass wir jetzt Kunstwerke abfilmen oder Menschen vor Kunstwerken zeigen, sondern ich bin der Meinung, wenn Kunst im digitalen Raum jetzt gerade auch für uns in der Vermittlung stattfindet, muss diese Vermittlung einen Mehrwert haben. Also es muss halt etwas sein, dass man im normalen physischen Raum mit dem Kunstwerk nicht erlebt. Ich meine, jetzt haben die Gasthörer ja schon bestimmte Sachen angesprochen, dass sie sagen halt, wenn ich jetzt ins Internet gehe und mir ein Bild im Detail anschaue und etwas sehe, was ich vielleicht vor dem Original so nicht wahrnehmen würde, angenommen jetzt bei einem Werk von Jan van Eyck, klein und im Detail nur mit der Lupe eigentlich erfahrbar, dass mir sozusagen der digitale Weg eine Möglichkeit liefert, das Bild nochmal anders zu lesen als das Original. Also ich würde immer dabei bleiben, dass die Empfindung vor dem Original, diese Aura, wie man das vielleicht beschreibt, das Zentrale ist, aber dass eben auch der digitale Raum einen Mehrwert entwickeln kann. Und dass ich dann sozusagen das Original dann, wenn ich es anders erlebt habe, dann nochmals auch anders wahrnehme, wenn ich es nur beim nächsten Mal im Original wieder anschaue. Ich glaube, das ist für mich eine Möglichkeit, neuen Zugang halt eben auch zu einem Kunstwerk zu erzielen. Und ich glaube, der neue Zugang, der ist es, der die Digitalisierung eben vorantreiben könnte oder wo die Kunst sozusagen als Vermittlung oder in der Kunstvermittlung dann nochmal eine ganz andere Auffassung auch vom Kunstwerk erzielt. Ja, also ich frage mich das natürlich in der Zeit, in der wir gerade leben, ganz besonders in vielerlei Hinsicht. Wie Thomas schon meinte, es ist nicht damit getan, irgendwas abzufilmen. Das ist dann wie 1000 Kunstwerke von Bonin vor, keine Ahnung, 40 Jahren. Das muss natürlich irgendwie anders aussehen. Wie sieht es nun aus? Zumal die Schwierigkeit der Annäherung an das Original ja offensichtlich ist. Das liegt einerseits an Corona, liegt aber auch noch an ganz anderen Sachen, dass sehr viele Bilder heutzutage Glas davor haben. Das heißt, so wie man auch vor 40 Jahren ein Bild gesehen hat, ist es oft überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, man hat eine merkwürdige Geschichte darüber gesetzt. Das heißt, irgendwie muss man an die Sache ran oder auch in die Sache rein. In der Architektur, die ich jetzt mal zur Kunst dazu zähle, ist es vielleicht gar nicht so schwierig, denn dort kann man digitale, dreidimensionale Modelle beispielsweise des Ursprungszustandes eines Gebäudes über das jetzt Existierende legen und sich darin drehen und so weiter. Aber, und ich glaube, das ist das Entscheidende, alles, was man tun wird, wird immer wieder auf einem Schirm gezeigt werden, zumindest meistens, der zweidimensional ist. Und für mich ist ja der eigentliche Schritt der Digitalisierung eine gewisse Dreidimensionalität, die entstehen kann. Und die wird nicht mit einem Screen entstehen, der zwar heute sehr viel mehr die Illusion von Dreidimensionalität
suggeriert, aber er ist nicht dreidimensional. Das müsste anders funktionieren. Also vielleicht eher die Möglichkeit weiterentwickeln, dass man tatsächlich in ein Werk und in eine Architektur hineingehen kann. Das hatten wir auch schon mal im anderen Zusammenhang besprochen. Das wäre zum Beispiel ein interessanter Ansatz. Trotzdem sollte natürlich am Schluss der ganzen Sache stehen, da gebe ich Thomas völlig recht, das Werk an sich. Ne? Ja, also für mich als Filmemacher ist ja seit dem Scheintod des Zelluloidstreifens sowieso das Digitale eingeläutet. Und der digitale Raum ist insofern ja schon bei mir gegeben durch das digitale Material, mit dem ich arbeite, also mit der digital aufzeichnenden Kamera oder auch eben jetzt eben in VR oder im 3D-Animationsprogramm. Also sehr viel von meiner Arbeit entsteht komplett digital. Und es ist eigentlich sozusagen, es wird erst wieder analog in dem Moment, wo jemand wieder auf den Bildschirm schaut, quasi, und es da rezipiert. Aber ich sag mal, das, wo du auch gerade sagtest, der digitale Raum, den man vielleicht auch räumlich erlebt, das passiert ja jetzt mit der neuesten Entwicklung im VR-Bereich, im Virtual Reality-Bereich, wo man dann gar nicht mehr auf dem, wo der Bildschirm ja so direkt vor den Augen sich befindet, dass man auch nicht mehr von einem Werk, oder dass das Werk eigentlich eine Experience ist, sagt man. Also, das ist insofern das Rezipieren schon das Gefühl vermittelt, Teil des Werkes zu sein und nicht einfach nur davor zu stehen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die vorher so nicht möglich war oder vielleicht dann wieder besser vergleichbar ist sogar mit der Architektur, wo man reinkommt in die Kirche und dann die Deckengemälde sieht und jetzt halt in die VR-Brille aufnimmt und dann im virtuellen Raum um sich herum dreidimensionale Pinselstriche erlebt. Ich finde, den Punkt, den du angesprochen hast, ist das wirklich Entscheidende, also was du jetzt auch sagst. Also es bringt mir nichts, oder ich würde jetzt nicht sagen, so, wir fahren jetzt nach Mailand und wir stellen uns in das Refektorium des Abendmahls und dann schauen wir auf das Abendmahl. Das darf es nicht sein, sondern wenn, was du ansprachst, dann müssen wir in das Abendmahl rein, um sozusagen dann diese Wirkkraft, die Leonardo versucht hat, auf der Wand zu erzielen, dann halt eben dann mitzuerleben. Ich glaube, das wäre das, was einen neuen Zugang halt eben auch zum Kunstwerk erleben lassen würde. Da würde ich noch was ergänzen vielleicht. Es gibt ja schon mehrere Ansätze, auch Kunstwerke im virtuellen Raum nachzubilden, sodass man sie betreten kann. Aber ich glaube, was dabei durchaus nicht vergessen werden darf, ist, dass die Kunstwerke natürlich auch ein Geheimnis mit sich bringen. In dem Moment, wo man eben ahnt, was hinter den Figuren ist oder ahnt, was hinter der Leinwand passiert, sozusagen, dadurch entsteht ja auch ein Geheimnis für jedes Bild. Und ich glaube, wenn man das Ganze übersetzt in ein neues Medium im virtuellen Bereich und dann wirklich in die Kunstwerke reinkommt, muss man sich gut überlegen, ob man das Bild nicht entzaubert dadurch, oder also, dass man auch dem etwas, den Zauber in irgendeiner Form erhalten kann oder auch einen neuen Zauber hinzufügen kann, dem das auch wieder eine Berechtigung verleiht. Das ist vielleicht ein Thema, was ich tatsächlich auch im Rahmen dieser Diskussion mitgedacht habe, was ich allerdings noch für ein bisschen später gerne aufheben wollte, nämlich die Frage nach der Aura und inwieweit sie in den digitalen Raum übertragbar ist oder ob der digitale Raum nicht selbst auch eine Aura schaffen kann. Aber ich würde vielleicht gerne einen kleinen Schritt zurückgehen und erst mal gucken, welche verschiedenen Aspekte haben wir denn, wenn wir von Kunst im digitalen Raum gehen. Und da habe ich erst mal ganz konventionell an ein Museum gedacht. Wie wird Kunst präsentiert? Wie wird Kunst, welche Möglichkeiten der Kunstbetrachtung und Partizipation wird angeboten, was ja sozusagen mit dem digitalen Raum immer als ein Mehrwert angeboten wird. Und da wollte ich ganz gerne das Beispiel vom Rijksmuseum bringen, weil das ja da eine gewisse Vorreiterrolle hat. Ein Museum in Amsterdam, was sozusagen aus einer Bürgergesellschaft heraus gegründet wurde und die zivile Beteiligung sozusagen der Zivilgesellschaft sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, was das Rijksmuseum auf seiner Webseite präsentiert. Da kann man nämlich ganz banal natürlich sich die Meisterwerke auch digital anschauen. Nur mit dem Unterschied, dass sie natürlich für all jene angeboten wird, die eben nicht vor Ort sein können. Und da kann man dann auch entsprechend Audios hören, Beschreibungen, entsprechend lange verweilen. Das ist also sozusagen eine Möglichkeit, Kunst zu präsentieren. Das Rijksmuseum bietet auch an, eigene Rijksstudios sich anzubieten. Das ist ja sehr großzügig, was die Weitergabe von
Bilddateien auch in hoher Auflösung angeht. Es hat also sozusagen das Verständnis, Kunst soll für alle da sein. Und soweit ich weiß, hat das Museum sogar das Ziel, dass jeder Schüler in den Niederlanden einmal in seinem Leben im Rahmen seines Schullebens in diesem Museum gewesen sein soll. Und ein interessanter Aspekt, fand ich, war, dass man hier sozusagen ein Beispiel hat für ein sogenanntes Reichsstudio von einer Frau Patty Strick, nehme ich mal an, die sich sozusagen Fashion in Details ausgesucht hat. Und das wiederum wirkt aber dann zurück auf die Ausstellung im Realen, dass man sozusagen zeigt, wo kann man das finden, was hier gesucht wurde. Und teilweise wird dann auch entsprechend kuratiert. Das heißt, der Betrachter wird zum Kurator. Das ist ja auch schon mal ein interessanter Aspekt im digitalen Raum, etwas, was man bisher so vielleicht noch nicht unbedingt konnte. Also die Rolle des Betrachters, der Rezipient wird sozusagen zum Kurator. Wie schätzt ihr das sozusagen in Bezug auf den digitalen Raum ein? Ist das ein Thema, was interessant ist für euch, was in eurer Kunstvermittlung auch eine Rolle spielen kann? Also ich finde das natürlich, was das Reichsmuseum macht, es müsste eigentlich Standard sein. Und ich finde, es ist auch nicht in dem Sinne eine Art von Digitalisierung, das hätte man auch schon vor Jahrzehnten machen können mit Schnellheftern oder mit was auch immer. Und auch der, was natürlich sehr interessant ist, ist diese Frage mit diesem Reichsstudio. Es ist aber auch nur eine, sagen wir mal, nicht mehr in Buchform gepresste Idee, sich den Sachen anzunähern. Natürlich gab es immer schon Bücher über die Mode im 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Das heißt, da ändert sich der Zugang und der wird natürlich mehr Leute erreichen, das in jedem Fall. Und ich glaube, die zentrale Frage ist und bleibt bei diesen Sachen, wie bekomme ich mit einer Technologie, die sicherlich Potenzial hat, von dem nicht alle Leute wissen, wie groß das ist, wie bekomme ich Leute, die bisher keinen Zugang dazu haben, dazu? Ob ich die mit Detailaufnahmen von der Nachtwache bekomme, bezweifle ich. Denn das kann man immer schon haben und das wäre auch überhaupt kein Problem. Das heißt, der Ansatz müsste eigentlich ein anderer sein. Das mit dem Studio ist okay, das mit dem Partizipativen finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Ich persönlich würde mich dagegen wehren, dass ich ständig irgendwo mitspielen muss. Das hat auch nicht unbedingt was mit der Digitalisierung zu tun, denn das kann man auch machen, wenn man jemanden da durch das Museum leitet. Trotzdem ist es natürlich interessant, dass alle Leute auf das Reichsmuseum reagieren, weil ganz offensichtlich das die Ausnahme ist, nach wie vor. Aber das könnte vielleicht sogar auch, vielleicht ist das auch eine Generationenfrage, kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, dass in der jetzigen jungen Generation, vor allem, also auch die ich jetzt auch noch jünger als mich dann eben einschätze, das Partizipative immer wichtiger wird. Das Gefühl, auch es gibt auch den Ausdruck der Gamification, sage ich mal, dass man quasi wie beim Computerspiele spielen eben nicht mehr im Layback-Modus nur etwas auf sich wirken lässt, sondern im Lean-Forward-Modus quasi daran teilhaben will. Und da ist es natürlich das ein erstes Angebot, sage ich mal, um das Gefühl zu bekommen, ich bin nicht nur Rezipient, sondern ich kann auch irgendwie da die Action miterleben, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, was gerade bei Jüngeren schon ein wichtiges Thema ist. Aber ich würde natürlich weitergehen, was du ja auch ansprichst. Also das ist ja jetzt in dem Falle nur, wir haben das Bild und wir haben jetzt ein digitalisiertes Kostümlexikon und dann schlagen wir mal ein bisschen weiter. So, das ist für mich auch nicht der, das ist natürlich brillant, was die jetzt im Vergleich zu anderen Museen hier bewerkstelligen. Das ist zweifellos richtig, aber das reicht nicht aus, um meiner Meinung nach eben wirklich so einen Zugang zu bekommen, dass ich ja, und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende daran, dass ich jemanden so anfixe, dass ich jetzt das Original sehen will. Also, dass ich sozusagen darüber eine Möglichkeit habe, ja, jetzt habe ich mich eben genähert, aber jetzt will ich auch das Original sehen. Also, ich glaube, das muss immer der Zug sein, nicht das, sondern das Museum selbst. So, und dann will ich noch vielleicht einen Punkt aufgreifen, der mir jetzt für so eine Website zum Beispiel wichtig wäre. Was du sagst, was du eben angesprochen hast, dieses Entzaubern, da müssen wir aufpassen sozusagen, dass wir diese Werke nicht entzaubern, wenn wir zu stark da reingehen. Aber die Kunstgeschichte hat die Werke schon lange Zeit entzaubert. Das müssen wir uns ja, wenn wir jetzt hier daneben sitzen, uns klar und bewusst machen. Wir haben die Entzauberung schon längst vollzogen. Aber jetzt müssen wir sozusagen mit der Entzauberung versuchen, das über den neuen Weg halt eben nochmal zu öffnen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ja,
Jetzt sind wir natürlich schon wieder bei dieser Entzauberung, aber es gibt ein paar Beispiele in meiner eigenen Lebensgeschichte, wo die Entzauberung geradezu zauberhaft war. Zum Beispiel Ela Nave war von Fellini, ein Film über einen Dampfer, Ozeandampfer. Und ganz am Ende des Films, es sieht sowieso alles nach Kulisse aus, aber ganz am Ende des Films schwenkt die Hauptkamera ab und man sieht, es ist nur ein kleines Stück gebaut und da ist jemand, der wedelt ein bisschen und dann stehen weitere Kameras. Da habe ich gedacht, ja. Und das ist ganz besonders zauberhaft, ganz besonders toll, dass nicht ein Naturalismus irgendwie dazu führt, dass man oder nur dieses Ansehen hat oder nur eine Aura, es schafft eine neue Aura. Denn das ist auch der, in dem Fall bei Fellini, der Filmemacher, der dann eine eigene Aura bekommt und hinter jedem gelüfteten Geheimnis kommt ein neues zutage. Also das, damit hätte ich überhaupt kein Problem. Naja, was mir auch eingefallen ist zu dem Thema, du hattest das selber mal schon mal festgestellt irgendwo, es ist eben beim Museumsbesuch, wenn die Leute sich die Mona Lisa angucken, sehen sie die Mona Lisa aus Distanz und sind mehr damit beschäftigt, das Selfie von sich mit der Mona Lisa zu machen und kehren dem Kunstwerk den Rücken zu, als also um ihr eigenes kleines Selfie-Werk zu erzeugen, sozusagen, dass das für die fast wichtiger ist, als sich überhaupt auf das Original richtig einzulassen. Ja, übrigens auch nachvollziehbar, weil man das eigentlich gar nicht sehen kann. Es ist so weit weg, dass man eigentlich nichts erkennt. Da ist eine Abbildung auf dem Titel einer Illustrierten heute besser, würde ich sagen. Ja. Und ich würde auch in dem Fall sagen, sollen die Leute ruhig ihre Selfies machen, wenn sie Spaß dran haben. Denn es geht ja auch darum, Spaß zu haben mit der Kunst und nicht nur die alle als Altarbilder zu sehen, so wie in jeder Galerie vor weißer Wand ein Bild hängt und dann denkt man, oh, das muss ich jetzt anbeten, weil es hier hängt. Also eine gewisse Entzauberung der Kunst und nicht eine bessere Zugänglichkeit dazu ist, tut, glaube ich, Not. Weniger bei der zeitgenössischen Kunst, das ist ja deutlich einfacher und auch viel beliebter als bei der älteren Kunst, würde ich sagen. Ja, das ist interessanterweise hat ja das Louvre zum 500. Todestag von Leonardo eine VR-Experience programmiert, wo es darum geht, der Gioconda sozusagen, the Gioconda behind the glasses. Ich habe das nur in Ausschnitten gesehen, aber das ist ja schon spannend. Da geht es genau darum, sozusagen zu zeigen, wie sieht denn eventuell der Raum dahinter aus? Was sind denn da alles für Schichten, sozusagen in das Bild einzusteigen? Aber das war, glaube ich, eine große Herausforderung, eben einerseits, sage ich mal, den Zauber zu bewahren. Ob das gelungen ist, kann ich nicht sagen. Und das andere ist aber gleichzeitig in das Geheimnis einzusteigen, ja? Und die Möglichkeit zu schaffen, eben der Gioconda so nahe zu kommen, wie man ihr direkt vor Ort gar nicht nahe kommen kann. Und natürlich fragt man sich gerade bei Leonardo und seinen Vorgängern, wie die Raumdispositionen sind. Das ist ja auch in der Kunstgeschichte ein Thema, schon immer gewesen. Natürlich ist das reizvoll, sich das vorzustellen. Und sich dann vielleicht auch das Fragmenthafte darunter vorzustellen, weil es sich ja nicht um wirklich gemalte Räume handelt. Also es werden ja keine Räume abgemalt, aber sie werden konstruiert. Und genau solche Fragen kann ich mir sehr gut vorstellen, reizen die Leute. Und in dem Zusammenhang würde ich auch sagen, da darf durchaus ein spielerischer Aspekt dabei sein, dass man da mitmacht, dass man selber guckt, wie das wird. Ne? Also fände ich schon spannend. Die Frage ist, wie ist das Verhältnis zwischen all diesen Herangehensweisen und dem letzten Schritt, das Bild anzugucken? Wie würde man das machen? Denn das gilt ja, worüber wir sprechen, gilt ja ausschließlich für Kunstausstellungen. Ich beispielsweise bin der Meinung, da mache ich mir Feinde mit, aber kulturhistorische Ausstellungen würde ich sagen, erübrigen sich zu einem Großteil. Ich muss keinen Flug sehen, um ins Museum zu gehen, einen Flug zu sehen, um dann zu wissen, es gibt eine Felderwirtschaft oder Pottery, damit ich weiß, die haben auch Töpfe gemacht, das brauche ich einfach nicht. Da habe ich virtuell viel, viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu sehen. Aber sobald es um Kunst geht, würde ich sagen, ja, dann schon. Ja? Und die Frage berührt auch für mich existenziell das Humboldt-Forum und die ethnologischen Sammlungen. Sind das Kunstwerke? Dann würde ich mich den Sachen so nähern. Wenn das aber jetzt Alltagsprodukte sind, wo ist da der Unterschied? Solche Fragen stellen sich, denn ein Alltagsobjekt muss ich ganz anders begleiten, auch von den Texten her, als ein Kunstwerk. Ja, und solche Fragen spielen eine ganz große Rolle, würde ich sagen, in Zukunft. Und wie nähere ich mich denen dann in irgendeiner Weise digital? Jedenfalls ist es nicht mit einer Digitalkamera getan, die dann irgendwas abfotografiert. Das ist einfach zu wenig. Der Zugang muss deutlich tiefer gehen und er muss auch ein bisschen anders aussehen, als bisher die Zugänge waren, würde ich sagen. Und deswegen würde ich dir gar nicht widersprechen mit zum spielerischen Ansatz. Ja? Und natürlich geht es um die jüngeren Generationen. Ob ich jetzt noch 10 Jahre irgendwo hingehe oder nicht, ist irgendwie auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ja? Sehe ich genauso. Vor allem natürlich anders, aber egal. Ja gut, aber wir sehen, aber was ich gerade so im Kopf habe, und da bin ich mal gespannt, ob man das umgesetzt hat, oder das hat man bestimmt nicht umgesetzt. Die Dresdner restaurieren gerade ein Bild von Vermeer.
Und dabei ist herausgekommen, dass etwa, was man durch die Röntgenaufnahme ja schon wusste, dass unter der Malschicht an der Wand ein Bild hängt. Und jetzt hat man wirklich diese Malschicht abgenommen und im neuen Jahr wird, oder 2021, wird man dann ein neues Bild sehen, nämlich ein Bild eines brieflesenden Mädchens hinter einem Vorhang mit einem Bild an der Wand, was wir vorher nur als Röntgenaufnahme gehabt haben. Das wäre jetzt zum Beispiel der Weg gewesen, ich glaube, den man hätte gehen müssen, sozusagen das Bild vorher und das Bild nachher, diese Entzauberung, die wir ja jetzt wirklich durch die Abnahme der Malschicht da vornehmen, das sozusagen mit dem digitalen Raum, so wie du das eben so beschrieben hast, vielleicht dann auch zu entzaubern, aber dann doch mal wieder einen Zauber zu bekommen, den du eben beschrieben hast. Da hatte ich mal eine Frage an euch beide zum Thema Entzaubern oder Verzaubern. Ich finde, also in dem Moment, wo ihr natürlich eine Führung macht, unterstützt ihr diese Aura ja für gewöhnlich, nehme ich mal an, auch irgendwo, dass sie sagt, hier, also ich sag mal, ihr bekommt einen Rahmen, das Bild bekommt eine Aufmerksamkeit, man widmet sich einem Kunstwerk eine Stunde lang und versucht einzudringen in das, was der Künstler vielleicht auch wollte oder nicht wollte. Und die Frage ist, seht ihr euch eher als Verzauberer oder als Entzauberer? Beides. Also ich finde, das ist gar kein Widerspruch. Das macht besonderen Spaß, wenn man vielleicht auch das eine und andere entzaubert und dann sofort die Seite umschlägt und sagt, guck mal, wie toll das geworden ist. Ja, also es gibt viele Beispiele, wo das funktioniert. Auch übrigens nicht nur bei den Kunstwerken, sondern auch in der Architektur. Wenn es um Funktionen geht und so, und wenn aber die Funktion dann unwichtig wird, dann geht es vielleicht doch eher um Schönheit. Und bei Gemälden kann man auch viele Sachen entzaubern, wenn man sich zum Beispiel bei der französischen Malerei im 18. Jahrhundert diese ganzen pastoralen Szenen anguckt und sieht, das ist eigentlich auch nach Schema gemalt, weil die immer die gleichen Gesichter haben und die werden nur ein bisschen abgewandelt, aber trotzdem ist es toll. Das kann man den Leuten ja klar machen, dass auch eine additive Form der Malerei ganz besonderen Reiz haben kann. Und dann kann man über den Nutzen reden, wer konnte das dann kaufen, wer konnte vorher solche Bilder kaufen, und dann kann man 3 Schritte nochmal zurückgehen und sagen, es ist einfach ein tolles Bild. Also ich finde, beides ist kein Widerspruch. Ja, weil du eben gerade das Buch angesprochen hast, das ich vor Jahren geschrieben habe, das sieht doch keine Sau. Da ging es um Fehler in der Kunst. So. Und mir ging es gar nicht darum, ja, aufzudecken, was ist da jetzt, ja, ich habe aufgedeckt, was da mal misslungen ist, aber etwas Misslungenes kann halt eben dann auch zum Beispiel eine Aura erzielen, also es kann es groß machen. Und ein perfektes Bild kann total langweilig sein. Das kann so gut gemalt sein, aber, und es kann perfekt sein. Man würde sagen, das ist das perfekte Kunstwerk, aber eigentlich ist es uninteressant. Und ich glaube, da ist man Entzauberer und Verzauberer und beides gehört zusammen. Also ganz klar, wenn ich an Architektur denke, gibt es ja entweder diesen Weg hier, also mit Achsensymmetrie und so weiter, oder das gibt es asymmetrische. Aber ich glaube, die Dissonanzen innerhalb eines Stils sind besonders reizvoll. Das ist wie in der Musik. Bei Mozart ist das auch so. Es gibt immer Dissonanzen und dadurch wird die Musik spannungsreicher, als wenn man die absolute Harmonie beispielsweise hat. Auch wenn wir uns die noch so wünschen. Wir wissen aber nicht, dass das harmonischste Gefühl bei uns ausgelöst wird durch Dissonanzen, weil da eine Spannung drin ist. Das andere ist ja fast schlafmittelartig. Und darauf kann man natürlich auch hinweisen, auf digitalen Wege zuerst, würde ich sagen. Das geht auf jeden Fall. Aber dann das am Werk nochmal selber anzugucken, ist eben noch was anderes. Und da kommt entscheidend dazu, und deswegen interessiert mich das auch mit dieser Virtual Reality, dass wir uns ja vor einem Kunstwerk bewegen. Das bleibt starr, aber wir bewegen uns, und das ist auch der Unterschied zu einer Abbildung, die wir irgendwie haben, weil wir dann auf die Abbildung gucken und wir gucken wirklich nur auf diese gerahmte Abbildung, laufen ja nicht davor hin und her. Und das ist, glaube ich, eine Sache, diese Bewegung hat ja auch, wenn man so möchte, was Spielerisches. Und da würde mich halt interessieren, welche Wege sich da auftun, und ich bin mir natürlich überhaupt nicht darüber im Klaren, was technisch möglich ist. Deswegen frage ich dich, welche technischen Möglichkeiten siehst du auch am Horizont in dieser Richtung? Denn ich glaube, dass die Idee, dass man heute, jetzt gerade in der Corona-Zeit, Dinge einfach abfilmt und dann irgendwie stundenlang über den Bildschirm laufen lässt, unerträglich ist. Ich fand es schon bei Theaterstücken unerträglich, mein Leben lang. Das heißt, was gäbe es noch für Möglichkeiten? Welche würdest du sehen? Ich sehe im VR-Bereich vor allem noch eine große Schwierigkeit aktuell, warum es auch noch nicht so durch die Decke gegangen ist, wie es theoretisch vielleicht auch könnte. Und das ist, weil es oftmals eine sehr singuläre Erfahrung ist. Oftmals, das klassische Bild ist im VR-Bereich,
man setzt eine VR-Brille auf, ist losgekoppelt von seiner Umgebung, aber nicht wie im Kinosaal mit Leuten, die neben einem sitzen, sondern nimmt seine die reale Umwelt gar nicht mehr wahr und ist entkoppelt. Man kann auch nicht mehr kurz auf WhatsApp gucken, ob irgendjemand einem geschrieben hat oder so, sondern man ist halt da drin und dem auch ausgeliefert in gewisser Weise und auch das alleine ausgeliefert. Und ich glaube, wo jetzt der nächste Schritt in der VR-Entwicklung hingehen wird, ist, dass es auch eine soziale Komponente entwickeln wird, dass man auf einmal in dem Moment, wo man die VR-Brille aufsetzt, in einem Kunstwerk sich befinden kann, aber wo man nicht sich alleine aufhält, sondern wo man mit Leuten aus Schweden, aus Amerika, aus Australien zur selben Zeit als virtuelle Avatare denselben Raum betritt und ein gemeinsames Erleben hat, was man in der Form nicht mit klassischer analoger Kunst und analogen Mitteln erleben kann. Finde ich natürlich hochspannend. Das ist ja wie ein Traum, eigentlich eine Traumwelt, die ja auch... Ein gemeinsamer Traum. Bitte? Ein gemeinsamer Traum. Ja, ja, natürlich, weil ich meine, ich träume ja auch nie, dass ich ganz alleine bin. Also das finde ich natürlich extrem reizvoll, so eine Idee, dass man das tatsächlich auch irgendwie teilt. Auch wenn ich nicht alles teilen möchte im Leben, aber das schon. Ich würde ganz vielleicht nochmal zu hier diesen Bildern. Und wenn wir jetzt gerade so Website haben und wenn man dann so Bildchen auf so einer Website hat, wie die Nachtwache so... So nehme ich die ja gar nicht wahr, also wenn ich vor dem Bild stehe, was du gerade eben angesprochen hast. Ich glaube, da muss es hinkommen, also dass wir eine Nachtwache, die beschnitten worden ist, die ursprünglich an einem ganz anderen Ort hing, jetzt wird die als Ikone dort im Rijksmuseum an die Wand gestellt, jetzt wird die auch restauriert vor dem Publikum. Ja, das ist jetzt, das ist sozusagen der Anspruch, den es jetzt gilt, dann auch in der Digitalisierung auch meines Erachtens umzusetzen. Und das, was wir ja immer auch, wenn wir Bilder betrachten in Museen, auch das ist ja keine Realitätsbetrachtung. Das Bild hat irgendwo anders mal gehangen. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass man sozusagen versucht, genau an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, so, wie hat man das früher mal gesehen, wie hat das der Mensch vor eben 500 Jahren an welchem Ort wie wahrgenommen und dann den Zugang zum Original, dann vor dem Original zu erleben. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wie wir uns einem Kunstwerk heute nähern könnten. Nicht super, na klar. Denn ich meine, gerade die Nachtwache ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es gab immer schon vor Jahrzehnten einen Raum, einen Dokumentationsraum daneben. Da konnte man sehr viel lernen darüber. Und natürlich möchte ich, wenn ich mir Dinge angucke, auch was lernen. Es geht mir nicht alleine nur um den Kunstgenuss. Ich möchte was lernen und dafür mache ich Wikipedia auf bei jeder Sache, die mich auch nur flüchtig interessiert und gucke nach. Ja, wenn ich Filme gucke, ich gucke halt viel Filme, da gucke ich auch nach, welche sind das für Leute. Es gibt tausend von Querverbindungen. Das wünsche ich mir natürlich auch manchmal bei einem Kunstwerk. Ja. Denn ich kann bei der Sixtinischen Madonna in Dresden mir das schwerlich vorstellen, dass die in einer eher nebensächlichen Kirche hing und nicht in einer, wie jetzt sozusagen, als das Meisterstück, hervorragend inszeniert mit der Treppe runter. Also herrlich, aber ich habe eigentlich keinen weiteren Bezug dazu. Es ist für mich entfernt. Ja. Im Gegensatz zu, wenn ich in Florenz bin, oder hängen die Dinger in den Kirchen halt drin, fertig. Dann ist das schon klar. Da brauche ich diesen ganzen Zusammenhang nicht. Aber ein Museum braucht diesen Zusammenhang. Wenn es denn, und das ist die Frage, die sich natürlich stellen wird, solche Museen in der jetzigen Form in Zukunft geben wird, ich bin da eher skeptisch. Also ich würde vielleicht auch gerne noch mal einhaken. Ich nehme bei euch beiden mit, am Ende soll immer noch der Blick vom Original rauskommen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo das, glaube ich, nicht allein wegen der aktuellen Entwicklung, sondern auch wegen Fragen Klimaschutz, Reisen, sollen die Sachen überhaupt reisen? Also wo wir vielleicht stärker uns nochmal rückbesinnen, an Orten zu bleiben und trotzdem Zugang zu Werk zu haben, die eben vielleicht nicht immer vor Ort sind oder zu denen ich auch nicht unbedingt immer reisen kann. Meine Frage wäre jetzt, kann der digitale Raum einen eigenen Kunstraum schaffen mit einer eigenen Aura? Geht das? Und ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Kunst im digitalen Raum schafft? Also das wäre so, wie verändert sich dadurch auch unsere Rolle als Betrachter? Wir haben ja jetzt hier einmal so Partizipation ist das eine. Ne? Ich kann auch gerne noch ein Beispiel für ein Kunstwerk, was mittlerweile ja schon über 20 Jahre alt ist, eines der ersten digitalen Installationen, wo vielleicht auch das Rollenverständnis noch mal ein bisschen rauskommt, zeigen, wenn ihr das möchtet, oder wollt ihr direkt darauf antworten? Also ich glaube, du hast ja eben schon einiges angesprochen. Bestimmte Ausstellungen sind einfach gar nicht notwendig. Und
und viele Kunstausstellungen, auch Gemäldeausstellungen wurden gemacht, wo man sagt, die haben jetzt keinen Mehrwert für die Kunstgeschichte. Also so Blockbuster brauchen wir in der Zeit schon gar nicht mehr. Also das in der Grundfrage. Aber es bleibt weiterhin das Grundbedürfnis, vielleicht sollte das vielleicht auch die Forschung sich nochmal auf die Fahnen schreiben. Ja, Ausstellungen, wenn sie notwendig sind, aber nein, Ausstellungen, wenn man sie nicht zwingend mehr braucht. Und die könnte man aber gleichzeitig, aber auch in sicherlich einem virtuellen Raum dann kreieren. Also das könnte ich mir vorstellen, dass so kulturgeschichtliche Ausstellungen, wie du sie eben angesprochen hast, das wäre eine Möglichkeit, das auf eine Art und Weise aufzubereiten, dass es halt eben nicht mehr eine Aneinanderreihung von Kunstobjekten in Vitrinen ist, sondern dass man mit diesen Kunstobjekten wirklich wieder handeln kann. Also wir wissen ja alle, wie schwierig Kunsthandwerksausstellungen sind, wie schwierig Kunstgewerbeausstellungen, Präsentationen sind. Das sind jetzt eigentlich die so Dummies, würde ich mal sagen, die jetzt daraus, aus der Krise versuchen könnten, ihre doch in oft langweiliger, aneinanderpräsentation gestalteten Ausstellungsräume jetzt wirklich ganz neues Leben einzuhauchen? Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde vielleicht eine Sache ein bisschen anders sehen. Für mich war das, als ich jung war, von existenzieller Bedeutung, große Blockbuster-Ausstellungen zu sehen. Wenn ich das nicht gesehen hätte, wäre ich auf die Hälfte der Sachen, die mich heute interessieren, nicht gekommen. Auch große Übersichten und monografische Ausstellungen fehlen mir auch heute in Berlin. Ich würde natürlich trotz aller Bedenken weiterhin dafür sein, dass man unbedingt viel reisen kann und auch billig und dass junge Leute sich was angucken können. Denn es bleibt dabei, das Original ist das Entscheidende. Ich war vor 2 Jahren in Florenz und dann stand ich vor der Primavera und habe gedacht, das ist ein herausragendes Bild, obwohl es zu Tode fotografiert ist. Dazu bedurfte es auch keinesfalls irgendeiner Digitalisierung. Ich würde sagen, auf der anderen Seite, die Digitalisierung, wenn es nur darum geht, Bildmaterial zu verbreiten in erheblicher Form, würde ich sagen, kann das eine Bedeutung haben, weil das mehr Leute wahrnehmen? Ich meine, natürlich ist es so, wenn ich bei Instagram Ghirlandaio eingebe, dann kriege ich relativ schnell eine gute Übersicht. Es ist aber im Grunde genommen wie ein digitales Buch. Das leuchtet ein bisschen mehr auf dem iPad, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite gab es schon immer Formen, die in der Art und Weise der Reproduktion, darum würde es ja gehen, letztlich erstmal, wenn es nicht um Virtual Reality geht, gab es natürlich schon immer herausragende Punkte, die auch entscheidend waren für die Wahrnehmungsrezeption. Nehmen wir zum Beispiel Abi Warburg und diese Tafeln. Das ist natürlich eine herausragende Leistung gewesen, die leider in der Ausstellung hier nicht nachvollziehbar war. Man sah das eigentlich auch wie Altarbilder. Aber der hat durch seine Art und Weise der Anordnung der Bilder einen Kanon aufgemacht, der natürlich ganz viel bewegt hat. Das heißt, man braucht, wenn es darum geht, Leute, die sich darum, also das müssen begabte Leute sein, Kunsthistoriker, die da eine These zu entwickeln. Denn sonst ist es alles so wie sozusagen das Buch auf dem iPad. Es gab hervorragende Bücher schon vor 100 Jahren, die sehr gut gedruckt waren und so weiter, kein Problem. Aber es muss ein bisschen mehr, muss es sein. Sonst haben wir keine wirkliche Digitalisierung, sondern nur den Buchersatz. Und das ist zu wenig. Und da wären solche Beispiele wie Abi Warburg interessant, der übrigens mit diesen Tafeln im Grunde genommen ja Mechanismen des iPads weit vorweggenommen hat. Diese fast assoziative Suche nach gewissen Dingen würde mich zum Beispiel sehr interessieren, wie weit das mit dem Bild vergleichen ist. Das funktioniert ja immer noch nicht so richtig. Das wäre eigentlich herausragend, wenn also Google das schaffen würde, tatsächlich nicht nur offensichtliche Gemeinsamkeiten, sondern auch dahinter sitzende Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Dann würde ich sagen, haben wir natürlich einen ganz tollen Weg, wo einerseits der Zufall, andererseits die künstliche Intelligenz eine herausragende Rolle spielen würden bei der Betrachtung von Dingen. Und da kann der Flug genauso wichtig sein wie die Sixtinische Madonna, um es ein bisschen zu übertreiben. Ja, also das Thema KI, was du gerade angesprochen hast, künstliche Intelligenz, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt von Digitalisierung, die jetzt auch in eine neue Generation reingeht, die mich auch in meiner Arbeit beschäftigt, dass man teilweise sogar schon von Software sich quasi oder von einer KI Vorschläge machen lassen kann für Bildkompositionen, die sozusagen zum Beispiel 500 oder vielleicht auch Tausende von Landschaftsbildern zusammennimmt und daraus sozusagen dir, wo du an Reglern drehen kannst, ob du mehr von dem Bild drin haben möchtest oder mehr vom anderen Bild in deiner neuen Komposition drin haben willst.
ich habe mich auch mit anderen Digitalkünstlerinnen darüber unterhalten, mit der Sandra Süßer. Die sagt, sie nutzt das nicht, das, was da rauskommt, aber um auf neue Ideen zu kommen, für neue Werke, ist es für sie schon eine Bereicherung, eine KI quasi an der Hand zu haben, die einem Vorschläge macht. Und am Ende trotzdem bleibt die Entscheidung für das Kunstwerk natürlich beim Künstler selbst. Und aber da ist, finde ich, das ist schon ein spannendes Thema, wie KI als Begleiter im künstlerischen Prozess aktiv werden kann. Ja, was immer das auch heißt, dass die Entscheidung beim Künstler selbst bleibt. Das ist ja auch vielleicht zum Teil unbewusst und zum Teil auch stark abhängig von Moden. Das kann man ja auch in der Kunstgeschichte sehen. Es ist ja nun nicht immer, es gibt jetzt nicht jede Zeit ist so innovativ wie, was weiß ich, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder die frühe Renaissance. Auch da haben noch ganz andere Aspekte eine Rolle gespielt. Aber warum soll die künstliche Intelligenz das hier nicht machen? Das Problem ist natürlich in der Wahrnehmung, dass die Leute das nicht wollen, dass irgendeine künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielt, weil wir ja tatsächlich immer noch an die Genie-Idee des bürgerlichen 19. Jahrhunderts glauben, was natürlich ein Kunstwerk nicht unbedingt besser macht. Also muss nicht besser sein dadurch. Ne? Also deswegen finde ich solche Fragen natürlich sehr reizvoll und auch in der Annäherung an Kunst. Ne? Denn ich meine, natürlich gibt es auch in der Renaissance relativ einfache Mechanismen, wie man ein Bild aufbaut, nämlich am besten mit dem goldenen Schnitt und so. Das ist jetzt auch kein wirkliches unfassbares Wissen. Das sieht man ja, man muss es nur in der Fotografie beachten. Wenn man da ganz bestimmte Regeln einhält, also eine vertikale Achse leicht aus der Mitte zu setzen, kommt immer gut. Egal, was man macht. Ja? Und das ist ja auch nicht durch eine Komposition hervorgerufen, die ein Künstler macht, sondern weil ich das weiß und das dann so mache. Ja? Und das hat was mit Wissen zu tun. Und ob das mein Wissen ist oder ein künstliches Wissen, Wissen ist erstmal Wissen. Also, aber ich glaube, es nimmt dem Künstler nicht diesen Entscheidungsprozess ab. Also auch, ich glaube auch, egal wie banal es vielleicht auch mal dir in der Vergangenheit teilweise vorkam, vielleicht, oder natürlich gibt es viele Wissen, was so unterbewusst aufgesogen ist, wie Goldener Schnitt und ähnliches. Aber ich glaube, dass es trotzdem, also egal ob ich als Filmemacher daran gehe oder als Grafikkünstler, in jedem Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, was sind die Regeln, die man anwendet, und damit man auch weiß, wann man mit den Regeln bricht. Und ich glaube, dass ein gelungenes Werk auch immer einen bewussten Umgang mit diesen Regeln dann auch voraussetzt, würde ich glauben. Na, das wäre jetzt mal eine ganz wichtige Frage. Es könnte ja auch sein, dass mit einem Random-Faktor und künstlicher Intelligenz was besonders Tolles bei rauskommt. Es könnte ja auch sein, dass wir natürlich in unserer letztlich ja auch Renaissance-Idee mit dem Ich, ja, mit dem Individuum glauben, das geht nur so, vielleicht geht es aber auch ganz anders. Ja? Also ich kann mir auch ganz andere Sachen vorstellen. Es gibt ja auch Kunst, gerade im VR-Bereich, die sich verändert, dadurch, dass du das betrittst. Also es ist nicht nur, dass du von wo guckst du, sondern dass auch das Kunstwerk auf dich reagiert und die Kunsterfahrung eine ganz individuelle wird, wo man sagen kann, wenn du in die VR-Experience reingehst, erlebst du eigentlich ein anderes Kunstwerk fast schon, als wenn Thomas oder ich da reingehen, und alle haben die gleiche Gültigkeit. Da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken, weil ich tatsächlich schon ein recht altes Beispiel für so ein Kunstwerk habe. Das ist eine der ersten so digitalen Installationen von 1999, die sehr populär waren und sowohl bei der Kritik als auch bei der beim Publikum gut ankam. Text Rain is a playful interactive installation that blurs the boundary between the familiar and the magical. Participants in the Text Rain installation use the familiar instrument of their bodies to do what seems magical, to lift and play with falling letters that do not really exist. Like rain or snow, the colored text appears to land on participants' heads and arms. The text responds to the participants' motions and can be caught, lifted, and then let fall again. The falling text will land on anything darker than a certain threshold and fall whenever that obstacle is removed. If a participant accumulates enough letters along their outstretched arms or along the silhouette of any dark object, they can sometimes catch a word or even a phrase. The falling letters are not random, but form lines of a poem about bodies and language. So, vielleicht das jetzt so als Beispiel, also wo praktisch das Kunstwerk darin besteht, dass da der Betrachter zum Performer wird.
und interagiert. Und da kann man ja jetzt auch nochmal, also da war für mich zum Beispiel, als ich das so gesehen habe, da war für mich, kann die digitale Kunst beziehungsweise die Kunst im digitalen Raum auch eine Aura entfalten. Und da stelle ich mir die Frage, tut das das nicht doch? Ja, aber das ist ja jetzt nochmal eine Umsetzung, als dass da wird der Betrachter ja zum Kunstwerk gemacht, also Teil eines Kunstwerkes. Das haben wir ja jetzt eben auch nochmal weitergesponnen. Mhm. Ne? Also das hat ja der Andreas jetzt gerade nochmal weitergesponnen. Das kann auch im virtuellen Raum passieren. Und das ist, glaube ich, auch durchaus ein Teil der Zukunft. Da haben wir ja in dem Sinne auch nicht mehr wirklich ein also wenn wir jetzt sozusagen die klassische Definition von Aura, ne, gebunden an einen Ort, ein einmaliges Erlebnis und. Das fände ich irgendwie spannend, mal darüber nachzudenken, inwieweit das nicht doch auch möglich ist, wenn wir nicht mehr ein klassisches Original im virtuellen Raum haben. Ich würde sagen, natürlich mit der Erfindung der Fotografie war das damit sowieso schon vorbei. Also ich meine, Walter Benjamin setzt sich mit der Frage auseinander. Das mit der Aura, ich würde sagen, man kann sehr viel über Kunst lernen, wenn man sie nicht wirklich physisch vor sich hat. Das ist beim Film schon eine Sonderproblematik. Das ist natürlich in unserer Kultur so, dass Film nach wie vor nicht so richtig als Kunst gesehen wird, im Gegensatz zu Frankreich. Nein, das gibt schon Vorbehalte nach wie vor. Für mich auch kein Problem. Aber da wäre ja das auch nicht ganz so. Die Sache ist die hier, ich finde, wenn ich das so sehe, sieht das eigentlich aus, dachte ich, sieht ja aus wie das Bauhaus, ein bisschen modernisiert. Das ist auch von der Ästhetik her so ein bisschen so in diese Richtung. Grundsätzlich würde ich aber sagen, natürlich kann das eine eigene Aura entwickeln, und zwar eine ganz andere Aura, wenn ich mich in einer künstlichen Welt bewege, natürlich, wenn ich mich in einem Bild bewege. Also für mich ist das zum Beispiel eines der entscheidenden Erfahrungen mit der Virtual Reality. Mit einer schlechten Grafik ging es um den Wiederaufbau des Schlosses, ich glaube es war in Kaunas oder sowas, das ist schon seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr da. Es ist in meiner Erinnerung so viel präsenter als irgendein alter brauner Lappen an der Wand, der irgendwelche Pläne zeigt, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja, und das war noch nicht mal eine gute Grafik, aber es war absolut überzeugend, weil ich mich selber bewege und ich musste mich festhalten, weil mir wurde echt schwindelig dabei. Ich hatte keine Orientierung mehr so richtig, ich konnte das jetzt schwer im Laufen oder so, das wäre für mich, glaube ich, nicht so gut. Aber natürlich hat es deine eigene Aura, denn nur weil die eine Aura verschwindet, nämlich die Aura der Sixtinischen Madonna vielleicht, die dann auch hinter Glas ist und weit weg und sich sowieso aus ganz anderen Gründen, auch aus inhaltlichen Gründen, entzieht der Wahrnehmung, kann natürlich jede Form der künstlerischen Äußerung eine Aura entwickeln, weil das dann neu ist. Natürlich gab es viele Leute, die meinten, die Fotografie ist das Allerschlimmste, was hier passiert ist. Dabei war das natürlich großartig. Viel mehr Leute konnten was sehen und das hat auch eine eigene Aura entwickelt. Ja, es gibt genug Beispiele berühmter Fotografien, die eine geradezu mythische Bedeutung bekommen haben oder den Gegenständen, die sie abbildet, eine wahnsinnige Bedeutung zu gedacht hat. Und das Interessante ist zum Beispiel dabei, dass man ja, wie bei Abi Warburg auch, natürlich bis in die 30er Jahre hinein eigentlich keine Farbfotografie hatte und wir in der Lage waren, weil wir einfach echt schlaue Menschen sind, also weil wir einfach Menschen sind und deswegen schlau, wir gucken uns das an, wir ergänzen die Farben von allein. Kein Problem, kein Problem. Wir können das, deswegen hat jede Art von auch einer reproduzierenden Form, das wäre ja Virtual Reality, die man aber gar nicht wirklich zeigen kann, weil man sie nur erleben kann, was übrigens schon teilweise nicht reproduzierbar ist, weil ja. Und auch teilweise nicht reproduzierbar ist, weil du ja in der Form, wie du das wahrgenommen hast und dich dadurch bewegt hast, niemand anders den exakt richtig selben Weg gehen würde. Und damit würde ich mal sagen, hat es natürlich noch eine ganz besonders geheimnisvolle Aura, weil ich kann es ja noch nicht mal jemandem zeigen. Ich kann kein Selfie machen, weil es funktioniert nicht, weil nur ich das so erleben kann in der Bewegung. Deswegen hat es auf jeden Fall eine eigene Aura. Ja, das sehe ich auch so. Also es hat auf jeden Fall nochmal ein auratisches Neuerleben. Ich glaube, das ist das, was dahinter steckt. War natürlich übrigens immer so. Ne? Ich meine, wenn man irgendwann Caravaggio wiederentdeckt hat, den man doch, was weiß ich, eine Weile nicht gesehen hat, 250 Jahre oder was, und dann plötzlich, bumm, hatte das plötzlich wieder eine Wirkung. Und jede Art von einer Wirkmächtigkeit eines Bildhaften, sage ich mal so, kann, wenn es auf den richtigen Resonanzboden in der Gesellschaft bekommt, eine unglaubliche Wirkung entwickeln. Und da finde ich, muss man auch gar nicht irgendwie das muss man da nicht so kategorisieren. Das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das ist mir eigentlich egal. Ja. Ich finde einfach, dass die Wahrnehmung einer Kunstform grundsätzlich, auf welchem Wege auch immer, ist ganz toll.
trotzdem ersetzt nichts in der Malerei und in der Bildhauerei, ersetzt nichts das Original. Das ist bei Architektur vielleicht ein bisschen anders. Obwohl auch da ich das oft erlebt habe, dass eine räumliche Darstellung durch Fotografie keinesfalls die Wirkmächtigkeit der Räume erfasst hat. Sieht meistens viel größer aus, als es ist. Ganz merkwürdig irgendwie mit Enge und Weite bei Adolf Loos. Das kann man, glaube ich, viel besser machen, wenn man das irgendwie virtuell erlebt. Und natürlich würde ich mir besonders wünschen, in manche Häuser virtuell reinzukommen. Am besten in die nie gebaut worden sind. Nee, und was du gerade sagst bei der Architektur, Palladio, die Rotonda, die muss man gesehen haben im Raum. Und wenn man von dem Bauwerk rausschaut in die Landschaft oder aus der Landschaft auf das Bauwerk, also ob Architektur, Skulptur oder Malerei, das Empfinden vor dem Ort ist, ob man auf dem Petersplatz mal gestanden hat vor St. Peter, bedeutet was. Ob ich die Sixtinische Kapelle gesehen habe, 20 Meter von unten, die Decke und den Adam, das braucht es, weil sonst haben wir gar keine, wir brauchen einmal diesen, wir brauchen auch die Massen eigentlich drumherum, also dieses Gequirle von Stimmen. Das ist zum Beispiel das, was du eben beschrieben hast. So, wenn ich an mein erstes Mal in der Sixtinischen Kapelle zurückdenke, dann denke ich nur an Massen an unterschiedlichen Stimmen und unterschiedlichen Völkern, die da das Werk sich angeschaut haben. Ja, was ganz herrlich ist, deswegen wäre ich in dem Fall sehr CO2-moderat eingestellt, weil das natürlich toll ist, wenn ich sehe, dass die Leute sich das angucken. Ich meine, das gilt vielleicht in Florenz noch mal ein bisschen mehr. In Rom kann man nun echt viel machen, aber in Florenz eigentlich gar nichts. Und dass junge Leute da hinfahren und sich das Zeug angucken, ist schon toll. Ja. Ich höre natürlich jetzt immer Stimmen, die das ganz toll finden, dass man da jetzt ganz alleine ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das, das ist sehr interessant, dass du das sagst, ob ich das, das natürlich stelle ich mir das auch toll vor. Aber eigentlich gehört das doch dazu, dass ganz viele Leute sich das angucken. Je mehr Leute sich die Kunst angucken, in welcher Form auch immer, am Ende auf jeden Fall das Original, umso besser. Das kann, nur dann hat sie doch noch die Wirkmächtigkeit. Sonst kann man das vergessen. Wenn das nicht mehr so ist, würde ich sagen, kann man das auch alles schließen. Das muss ich echt sagen. Also wozu dann? Ja, weil du gerade eben auch angesprochen hast, ob es das Museum noch gibt, wie wir es heute erleben. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch schon seit geraumer Zeit stelle. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, gibt es das Museum so nicht mehr. Und dann hat es auch gar keinen systemrelevanten Anspruch mehr, ganz ehrlich. Vielleicht ist auch die fast schon philosophische Frage interessant, wie viel von diesem Aura-Erlebnis, weil am Ende geht es ja in allen Formen immer um ein Erlebnis, egal ob im VR oder in der Betreten einer Galerie oder eines Gebäudes, eines Bauwerks. Am Ende ist ja die Frage, wie viel dieser Aura und des Erlebens geht von dem Kunstwerk aus und wie viel vom Betrachter selbst und der Erfahrung, entweder hinzugehen oder da reinzugehen, und wie viel ist sozusagen Kombination von beidem, weil ich glaube, am Ende ist es sozusagen, ist es immer ein individuelles Erlebnis, was sozusagen für sich, aber auch für andere reproduzierbar sein sollte, um halt eine Breitenwirkung zu entfalten. Zum Beispiel was, weil das gerade kurz, dass mein größtes Erlebnis in der Kunst war, einmal vor dem Abendmahl von Leonardo gestanden zu haben. Also es gibt keinen Moment in meinem Leben, den ich in der Kunstwahrnehmung so auratisch empfunden hab wie das. Aber genau das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin nach Mailand gereist. Ich habe mir ein Ticket über Umwege auf dem schnellen Weg irgendwie noch organisiert. Ich musste durch eine Schleuse. Ich bin mit 25 Menschen dann vor diesem Werk. Also dieser Weg dorthin, der hat ja auch dazu geführt, dass, wie ich vor diesem Kunstwerk auf einmal stand, in meinem Innern irgendwas passiert ist, was ich nie erwartet hätte, dass es passiert. Und ich glaube, das ist genau das, was du eben auch beschrieben hast. Ja, ich würde das genauso sehen. Also ich würde sagen, das Werk an sich hat vielleicht eine Wirkung, aber eigentlich kann
jedes Kunstwerk nur eine Wirkung haben, wenn es in der Gesellschaft und nicht nur individuell einen Resonanzboden gibt. Es gibt genug Kunst, die jahrzehntelang vergessen war und jahrhundertelang, weil es hat einfach kein, es gab keinen Anlass in gewisser Weise. Und dieses Kunstwerk gab es aber die ganze Zeit. Also das kann jetzt nicht das Unbewusste so beeinflussen, dass es Strahlen aussendet, sondern es muss einen Resonanzboden geben. Und natürlich spielt für den Resonanzboden eine wie auch immer geartete Reproduktion eine entscheidende Rolle. Weil natürlich, früher konnte nun nicht die ganze Welt nach Mailand reisen. Da kann man sowieso schwer ran an das Ding. Das heißt, es ist sowieso schon sehr exklusiv. Das heißt, es muss andere Wege geben. Und sei es so, dass man irgendwelche Vermeermädchen auf Schokoladen macht. Natürlich hat mich das als Kind auch beeindruckt, dieses auf der Schokolade zu sehen. Und man unterschätzt vielleicht auch manchmal, dass die reproduzierte Kunst eine Wirkung hat, die gar nicht nur am Original hängt, sondern es reicht schon, dass man das sieht. Man hat schon eine Idee davon. Man unterschätzt auch oft genug die Fantasie der Menschen, was interessant zu finden und darauf zu reagieren und dann irgendwann das Original sehen zu wollen. Denn das würde ich klar sagen, das muss das Ziel bleiben oder bleibt es auch automatisch, weil das ja immer so ist, hat man die Reproduktion gesehen, ich möchte das Echte. Ja? Wenn man sich eine Gucci-Tasche in Hongkong kauft, wahrscheinlich kann man das, ich war noch nicht in Hongkong, dann möchte man aber irgendwie auch eine richtige Gucci-Tasche haben. Irgendwann bestimmt. Dann würde man sich da, aber trotzdem, man erkennt schon in der Form, also auch in der Komposition auf einer Schokolade bei Vermeer, dass das was anderes ist als andere Bilder. Ja? Das erkennt man auch dann schon. Ja? Und das kann man auch als ganz junger Mensch, auch als Kind bereits erkennen. Und dann würde ich sagen, wenn es so ist, dann ist mir jede Form einer Annäherung durch in irgendeiner Weise reproduzierende Technik, und damit gehört ja Virtual Reality auch dazu, auf jeden Fall dazu. Und wenn dann ein Kunsterlebnis ist, was mich dann da näher ranführt, noch umso besser. Also ich finde, es gibt ja auch manche Sachen, die dazu besonders gut geeignet sind, wie beispielsweise die Bilder von Molly Nodge, die sowieso in den Kipp-Perspektiven und den Zentralperspektiven, die dann sowieso schon in diese Richtung geht. Also ich fände das total interessant, denn das möchte ich schon, dass die Leute weiterhin sich das angucken, weil das, was Thomas sagt, sonst brauchen wir kein Museum mehr. Ich würde ganz gerne jetzt tatsächlich vom Kunst, auch ratischem Kunsterleben und der Kunstbetrachtung zum Kunstschaffen kommen. Und wir waren ja eigentlich schon bei VR und würde ganz gerne jetzt Andreas den Raum geben, seinen Kurzfilm, den er ja im letzten Jahr Haus in der Ferne als Kunstschaffender, und Film ist für mich selbstverständlich eine Kunstform, den Raum geben wollen, vielleicht kurz dieses Projekt vorzustellen. Also ich spiele euch mal kurz in den Trailer reinschauen. Ja, ich spiele mal den Trailer vor, damit ihr überhaupt eine Idee habt, um worum es geht. Greifen Sie nach der Kugel, Thomas. Wir vermissen dich zu Hause. Folgen Sie mit den Augen dem Spiegel. Die Kinder fragen schon immer, wann du endlich wieder bei uns bist. Und ich weiß nie, was ich antworten soll. Ich liebe dich, Thomas. Ich halte das so nicht länger aus. Ja, ich kann ja ein bisschen was vielleicht mal zu dem Film erzählen. Also es geht, basiert auf einer Kurzgeschichte, die ich immer geschrieben hatte vor vielen, vielen Jahren. Und in der Geschichte des Kurzfilms ist es so, dass dieser Lehmmann in diesem Haus lebt, umgeben von Wasser, auf dieser Mini-Insel, und diese Flaschenpost findet mit persönlichen Nachrichten, die so persönlich sind, dass sie klar sind, dass sie an irgendjemanden adressiert sein müssen. Und ich verrate jetzt noch nicht die Auflösung des Films, weil auch seine Welt, in der er sich da befindet, ist eigentlich eine virtuelle. Er befindet sich eigentlich in einer anderen Situation. Und was erst sich zum Ende des Films hin entlarvt. Aber das Spannende beim Prozess, diesen Film zu machen, war, dass ich mehrere neue digitale Technologien verwendet habe, durch die es mir überhaupt erst möglich wurde, diesen Film auch innerhalb von einem Jahr umzusetzen.
Ich glaube, du hast da noch eine Folie vorbereitet. Ich kann dir so ein paar Technologien, genau, die ich da kombiniert habe, mal erzählen. Moment. So. Also auch jetzt vielleicht als Jan, als Bildhauer interessant, die Figur von diesem Lehmann ist physisch geknetet worden von mir. Und dann habe ich mit die von allen möglichen Seiten abfotografiert und mit der Technik, die sich Fotogrammetrie nennt, aus dem physischen Knetmodell ein digitales 3D-Modell erzeugt, in das ich dann auch virtuelle Knochen einfügen konnte, um dann sie mit den Bewegungen eines echten physischen Schauspielers wiederum lebendig werden zu lassen. Und da haben wir hier auch ein Beispiel von dem Motion-Capture-Dreh. Im Immersive Art Space der Zürcher Hochschule der Künste konnten wir die Aufnahmen mit dem Schauspieler Pascal Holzer machen. Pascal trägt für diese Aufnahmen einen Motion-Capture-Anzug mit reflektierenden Markern. Diese Marker werden von den Kameras, die oben an der Decke befestigt sind, erkannt und somit können seine Bewegungen auf ein virtuelles Skelett übertragen werden, das wiederum die virtuelle Figur animiert. Am Set musste alles, mit dem Pascal interagiert, in einer Repräsentation vorhanden sein. Das heißt, die Begrenzung des Raumes haben wir markiert, die Position des Bettes haben wir markiert, die Position der Schränke und des Fensters. Und somit hatte Pascal etwas, womit er sich im Raum orientieren kann und was er teilweise auch eben anfassen konnte, um es zu bewegen. Parallel dazu konnte ich dann ihn als virtuelle Figur auf einem Monitor sehen und somit prüfen, ob die Inszenierung mit der virtuellen Figur gut aussieht. Das Drehbuch wurde dazu live eingelesen. Ja, so viel mal als kurzer Einblick. Ja, ich glaube. So. Und der dritte Schritt, wo ich dann auch nochmal quasi den virtuellen und den realen Raum kombiniert habe, ist dann die Kameraarbeit, weil ich habe hier in dem Fall nicht wie im klassischen Film die Kameraarbeit mit der Schauspielführung zur selben Zeit gemacht, sondern ich habe quasi bei dem Dreh mich komplett auf die Inszenierung des Schauspielers konzentriert. Zu Hause, sozusagen im stillen Kämmerlein, konnte ich lange nach dem Aufnahmen mit dem Schauspieler die Kamerabewegungen aufnehmen. Die kleinen schwarzen Kästen links und rechts sind sogenannte Lighthouses, die die Position der Virtual Reality Brille im Raum erkennen. Nun kann ich diese Brille aufsetzen und was ich durch die Brille sehe, sieht man hier auf dem Laptop. Mit den zwei Controllern, die ich in die Hände nehmen kann, kann ich mich nun durch die Szene bewegen, die Szene hin und her schieben oder auch größer und kleiner skalieren, je nachdem, ob ich eine ganz nahe Aufnahme aufnehmen möchte, wo ich ganz genau sehen können muss, was ich tue, oder eine Kranfahrt vielleicht aus dem Handgelenk aufnehmen möchte. Hier sieht man jetzt auf dem Monitor, wie ich durch die VR-Brille den Monitor der virtuellen Kamera sehe. Die Szene kann ich beliebig oft vor- und zurückspulen, sodass der Schauspieler immer wieder perfekt die Szene spielt. Mit einem Knopfdruck kann ich virtuelle Kameras erzeugen und die Brennweite, also den Zoom-Faktor, auswählen. Dann drücke ich auf Record und die Szene läuft in Echtzeit ab, während ich mit der Hand die Aufnahme steuere. So kann ich die Szene beliebig oft wiederholen und mit der Kamera verschiedene Schwenks und Fahrten ausprobieren, bis ich mit den Aufnahmen der Szene zufrieden bin. Also in dem Fall war dann der Film, am Ende ist keine VR-Experience, sondern ist ein klassischer zweidimensionaler Film, aber VR war quasi die Möglichkeit für mich, einen Animationsfilm im virtuellen Raum zu drehen. Ja, das kann ich dazu erzählen. Ja, vielleicht noch so eine kurze Frage. Du hast es ja eigentlich schon erläutert, aber welche Möglichkeiten haben sich dir dadurch eröffnet? Also durch diese Technologie im virtuellen Raum sozusagen eigentlich in Personalunion? Na, das Spannende ist für mich vor allem, dass es sehr viel Druck rausnimmt aus dem Kunstprozess, aus dem Schaffensprozess. Normalerweise ist man am Set mit, keine Ahnung, mindestens 15 Leuten, eher bis zu 70 kann das sein. Und je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und dann muss man halt genau jetzt bei schlechtem Wetter und müden Schauspielern und gestresstem Team und Zeitdruck und Gelddruck schnell irgendwas quasi hinrotzen und hoffen, dass es am Ende gut wird und notfalls digital nachretuschieren. Und in dem Fall war dieser VR, der Motion-Capture-Dreh mit dem Schauspieler, wir waren 5 Leute am Set und es war ein komplett angstfreier Raum, um sowas auch herzustellen, in dem man ausprobieren konnte. Und wiederum dann die Kameraarbeit, dadurch, dass sie losgelöst war von der Inszenierung des Schauspielers, hatte ich dann wiederum
um alle Zeit der Welt, um auch mitten in der Nacht, wenn ich irgendeine Idee hatte für eine Kamerabewegung, schnell die VR-Brille aufsetzen, die Kamerabewegung aufnehmen, vielleicht das Licht nochmal virtuell verschieben und war in einem komplett angstfreien Raum, der das mir ermöglicht hat, trotzdem eben die Unperfektion des Handgemachten in die Kameraführung zu integrieren und auch das Unperfekte dieses Knetmodells quasi zu nehmen und nicht die perfekten Polygone hinzuschieben, sondern zu versuchen, quasi the best of both worlds sozusagen zu nehmen, also das Handgemachte mit dem und Menschliche mit der möglichen Perfektion des Computers quasi zu kombinieren in der Form, dass es versucht, eine Ästhetik zu erzeugen, die dann eben nicht versucht, perfekt zu sein, sondern eben auch eine eigene Ästhetik wiederum zu entwickeln. Die dann ja wieder perfekt ist, die eigene Ästhetik. Also wir hatten das ja vorhin schon mit der Perfektion. Das ist ja, kann kein Ziel, was immer das sein, was soll das sein? Also ich meine, wenn man jetzt im Kino ist heutzutage und man guckt einen Film und es gibt eine unfassbare Tiefenschärfe, die sieht absolut perfekt aus, aber es gibt, wenn wir gucken, keine Tiefenschärfe. Das existiert gar nicht. Das ist eine eigene stilistische Sache und deswegen hat es eine Form von Perfektion, genau wie deine Arbeit. Aber es geht ja nicht darum, sonst kannst du ja gleich mit dem Schauspieler drehen. Das kann man ja wahrscheinlich auch und du könntest ja mit dem Schauspieler das genauso machen, wie hier mit der Nachbearbeitung. Ich sag mal so, hier war natürlich auch spannend, dass die Figur zum Beispiel diesen schwebenden Kopf hat. Genau. Das ist was, was ja im physischen Raum so gar nicht realisierbar ist. Weder mit dem Schauspieler als auch mit einem physischen Knetmodell, was sich sonst bewegt hätte. Vielleicht mit Stop-Motion-Verfahren, so Bild für Bild. Also klar, hätte man auch wieder dann retuschieren müssen alles und so. Aber insofern hat hier auch, da war es tatsächlich so, dass ein technischer Test, den ich am Anfang gemacht habe mit dem VR-Tool, dass da das 3D-Modell kaputt war und der Kopf sich in dem Test, den ich gemacht habe, vom Körper gelöst hatte. Mhm. Und das war wiederum der Auslöser für die Inspiration, das in das Design der Figur zu übernehmen und in den Fehler, der beim Test entstanden ist, dann quasi zu sagen, okay, ich übernehme diesen Fehler und mache daraus quasi eine künstlerische Absicht. Und da sind wir auch wieder bei der Entscheidung von mir als Künstler zu sagen, ich nehme es nicht einfach hin, wie es sozusagen kommt, sondern sage, okay, nee, das ist ein Fehler, den ich bewusst aufnehme und zum Teil des Werkes mache. Ja. Es ist natürlich auch sehr interessant, dass du eine Knetfigur nimmst, was ja sowas 60er-Jahre-mäßiges hat, finde ich ja auch interessant, dass es eigentlich dann einer der Anfänge der ganzen Sachen war, mit einem Knetmodell anzufangen, was ja sowas Archaisches schon, wenn man über Archaik in den 60er-Jahren reden kann. Aber da könnte man zum Beispiel kunsthistorisch jetzt mal drauf eingehen, wenn man das jetzt im digitalen Raum sieht, oder was könnten wir jetzt mit der Kunstgeschichte daraus machen? Also wie viele Bildhauer haben sogenannte Bozzettos hergestellt, also so Tonmodelle, und haben dann aus dem Tonmodell halt später halt irgendwie ein vollendetes Kunstwerk geschaffen. Und eigentlich sind ja die heute auch noch übrigens. Machen sie heute auch noch. Na, jetzt würde man die Maketten nehmen, die kleine Version nehmen, 3D-scannen und dann in 3D rausdrucken in der Größe, wie man sie am Ende braucht. Ja, und ich meine, wenn man überlegt, uns sind ja, ich glaube dir auch, die Bozzettos manchmal sogar lieber als das ausgeführte Werk. So, und aber das wäre ja zum Beispiel jetzt, wenn wir ja mal rumspinnen würden, so vom Bozzetto zum ausgeführten Werk, sowas dann sozusagen im virtuellen Raum irgendwie zu erschaffen. Ja, oder das sind so Fragen, Zugänge zu Kunstwerken, auch des Schaffensprozesses. Also zum Beispiel, das ist, glaube ich, so etwas, was für mich ein Mehrwert wäre. So, wir stehen vor Michelangelo und dann sagt man, wow, das ist Michelangelo. Aber wie das Werk geschaffen worden ist, nicht nur physisch, also mit Kraft und Anstrengung, sondern eben auch in diesem dreidimensionalen Sehen. Ich meine, der Bildhauer muss sich ja erstmal vorstellen, ich habe da irgendwie einen Stein, der ist unbehauen und Michelangelo sagt, naja, das steckt da schon drin, ich muss den nur befreien. Das klingt ja alles immer so schön einfach und so theoretisch, aber ich muss den erstmal aus diesem Marmor physisch mit Kraft befreien. Und wie es halt eben von so einem Turnmodell, wie du das jetzt so zeigst, hinkommt zu so einem massigen Marmorbildwerk, das wäre doch mal was, oder? Ja klar, das ist ja interessant, was du ansprichst. Natürlich ist es bestechend zu sagen, der steckt da schon drin, aber könnte ich auch sagen, aber der würde dann, wenn ich damit anfange, würde da nicht rauskommen. Und was ich jetzt interessant finde bei so einer Arbeit wie deiner, ist natürlich das, was im Zweifelsfall bei einem Bildhauer klassischerweise doch sehr unbewusst abgelaufen ist, das wird jetzt nicht das größte Bewusstseinspotenzial gehabt haben, ist ja bei dir deutlich bewusster, weil du natürlich eine ganz andere Idee davon bekommst, was
Räumlichkeit überhaupt heißt, durch diese Art und Weise zu arbeiten. Weil es besonders faszinierend natürlich, dass du da mit einer virtuellen Kamera das Ganze nochmal bearbeiten kannst, was ist schon so. Also das finde ich natürlich faszinierend. Das wurde ja auch für den Schaffensprozess von Leuten, die jetzt tatsächlich dann in ein Material gehen, weitergehen. Wobei das vielleicht auch gar nicht nötig ist. Ne? Das wäre ja die entscheidende Frage. Denn wenn ich das jetzt mal unter Film subsumieren darf, gab es ja vor 100 Jahren doch erhebliche Ansätze, den Film aus der Romanidee des 19. Jahrhunderts zu befreien. Das ist ja gescheitert, das muss man ja schon sagen. Also es gibt ja ganz tolle experimentelle Filme aus den frühen 20er Jahren oder auch bis Ende der 20er Jahre. Bis heute ist er ja verhaftet in einer sehr altmodischen literarischen Form. Gerade solche ästhetischen Erlebnisse könnten ihn aber davon befreien, weil mich das immer schon gestört hat. Beispielsweise, warum müssen es 1,5 Stunden sein oder bei Cleopatra dann eben 3 Stunden? Warum kann das nicht mal 20 Minuten dauern und vielleicht doch einen ästhetisch wesentlich größeren Wert haben, so eine Angelegenheit? Da sind wir bei der Netflix-Serie. Da sind wir bei der Netflix-Serie im Vergleich zum Fernsehfilm. Ja. Der Film ist übrigens, glaube ich, 15 Minuten lang, ne? 10? Ausgezeichnet, 10. Weil man kann manchmal auch Sachen 10 Minuten angucken und der Lust- und Erkenntnisgewinn kann viel größer sein, als wenn ich Stunden vor was verbringe. Muss, ja, wie bei Netflix. Mache ich ja dann auch, aber ich vergesse es dann auch schnell. Ja, wir sind so ziemlich am Ende angelangt. Ich hatte als letzte Abschlussfrage noch, was bedeutet der digitale Raum für die Kunst selbst? Aber ich glaube, wir haben ihn eigentlich beantwortet. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und vielen Dank. Mit Vergnügen, es war super. Ja, danke. Vielen Dank ans Podium. Uns auch zu bedanken. Vielen Dank an der ME. Ich bedanke mich, ja. Prima. Danke an die FU. Ja, vielen Dank an die FU. Ja, danke an die FU.